Ja, Thema ist heute das Formieren von Edelstahl, beziehungsweise wie ich das eigentlich auch vermeiden kann. Grundlegend geht es um das Thema Formieren in der Hobbywerkstatt. Ja, wir wollen uns über das Schweißen von Edelstahl unterhalten und was ich dabei beachten sollte. Weil wir haben hier die Vorderseite, dann haben wir die Rückseite. Was muss ich da beachten? Im Großen und Ganzen wird immer gesagt, du musst formieren, sonst hast du da Blumenkohl. Es ist natürlich so eine Aussage, stimmt irgendwo, aber ist natürlich auch nicht ganz so fachlich korrekt. Wir wollen das Ganze einfach mal thematisieren und ich zeige euch eine schöne Alternative, wie man nicht formieren muss. Grundlegend aber erstmal, wir haben hier zum Beispiel ein klassisches Geländerrohr, ein 1.4301. Ich habe hier 1,5 mm Bleche in 1.4301. Wenn ich das Ganze schweißen will, dann muss ich gucken, nicht nur was hier vorne passiert, sondern auch natürlich, was auf der Rückseite passiert. Sonst verbrennt die Rückseite. So, grundlegend, Edelstahl ist schon mal falsch, der Begriff eigentlich. Es heißt eigentlich Chrom-Nickel-Stahl, ja. Das heißt, wir haben hier einen Stahl, der mit Chrom und Nickel legiert ist. Und dieses Chrom und dieses Nickel bildet eine feine Schicht, eine sogenannte Passivschicht. Und diese Passivschicht sorgt dafür, dass dieser Werkstoff nicht rostet. Ja, und diese Korrosionsbeständigkeit, wie man es fachlich korrekt nennt, die kann man zurücksetzen. Und das kann passieren und dann kann dieser Werkstoff genauso rosten. Wenn ich hier starke Kratzer drin habe, wenn ich zum Beispiel Flugrost drin habe, wenn ich Anlauffarben habe, auch hier starke Anlauffarben, ja, je heller die sind, desto weniger rosten die oder desto weniger setzt das die Korrosionsbeständigkeit des Werkstoffes zurück. So, alles das setzt die Korrosionsbeständigkeit zurück. Kratzer, Flugrost, Anlauffarben, noch viele andere Punkte. Und das sorgt dafür, dass mein Edelstahl halt diese Passivschicht nicht mehr ausbilden kann und dementsprechend genauso rosten kann, ja, mehr oder weniger, je nach Beanspruchung, wie ein ganz normaler Stahl. So, das ist der Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn das Ganze verbrennt, dann ist diese Passivschicht natürlich auch massiv geschädigt. Und wenn ich hier diese Anlauffarben noch entfernen kann, bei diesem Verbrennen dann wirklich eine schwerwiegendere Schädigung. Das heißt, ich habe die Korrosionsbeständigkeit auf dieser Rückseite. Hier habe ich keine Anlauffarben. Ich zeige euch nachher, wie ich das erzielt habe. Hier habe ich es mal, diesen klassischen Blumenkohl. Da habe ich die Korrosionsbeständigkeit natürlich massiv zurückgesetzt. Ja? Und das möchte ich natürlich nicht. Ich habe mir extra diesen teuren Edelstahl gekauft. Und ich möchte natürlich, dass der möglichst lange hält. Und da treten dann natürlich viele verschiedene Fragen auf. Erstmal, wie mache ich das mit dem Formieren? Dazu werde ich nochmal ein eigenes Video machen, wo wir mal so Rohre schweißen und so weiter, uns das angucken, wie man das am besten formiert. Was nütze ich für ein Gas fürs Formieren? Das ist eigentlich sehr einfach. Man nimmt Argon 4.6 oder ein spezielles Formiergas, gibt es auch. Ja? Und was macht dieses Formiergas dann? Dieses Formiergas sorgt dann dafür, dass hier eigentlich die Atmosphäre, also der ganz normale Sauerstoff, die ganz normale Luft gar nicht hinkommt, weil dann hier dieses Formiergas ist. Das ist das ganze Geheimnis. Und dann kann eine Verbrennung hier in diesem Punkt gar nicht stattfinden. Ja? Und dann kann auch dieser berühmt-berüchtigte Blumenkohl, wie er hier so schön entstanden ist, wie ich ihn hier richtig provoziert habe, kann dann natürlich auch nicht entstehen. Und dementsprechend habe ich natürlich eine schöne Korrosionsbeständigkeit. Und die möchte ich ja schlussendlich haben. In der Edelstahl auf der Vorderseite habe ich ja meinen Wickbrenner. Ups, ich zeige das hier mal. Habe ich ja hier meinen Wickbrenner, habe dadurch meine Gasabdeckung. Ja, und auf der Rückseite habe ich das natürlich nicht oder im Rohr. Und dementsprechend ist dann natürlich da Luft, Sauerstoff. Ja, und dementsprechend kann da halt eine Verbrennung stattfinden. Und dann habe ich diesen berühmten Blumenkohl. Ich habe eine Verbrennung. Und das sorgt dafür, dass es unschön aussieht, dass die Korrosionsbeständigkeit zurückgesetzt wird. Unter Umständen ist das auch nicht so fest wie der Grundwerkstoff. Das heißt, wenn da irgendwas durchfließt, kann sich das lösen. So, jetzt zu dem Thema kurz. Wo sollte ich überhaupt formieren? Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz normales Geländerrohr oder ein Tor aus Edelstahl schweiße und ich habe hier einen geschlossenen Raum oder auch einen Raum, der unten in eine Richtung auf ist oder hier zum Handlauf irgendwo auf ist oder so, dann formiert da eigentlich kein Mensch und die Sachen halten genauso. Habe ich aber zum Beispiel irgendwas, wo ich eine sichtbare Kante habe,
dann, ich nehme immer wieder dieses schöne Beispiel, dann will ich natürlich da drin nicht sowas haben. Das kann ich auch wirklich, man kann es theoretisch überschweißen, aber ist auch sehr ungünstig. Ich muss es theoretisch erst ausschleifen, kräftig ausschleifen, dann kann ich es nachschweißen. Also sichtbare Kanten will ich nicht haben. In der Lebensmittelindustrie, im gesamten Rohrleitungsbau will ich sowas natürlich nicht haben. Wenn ich einen Krümmer habe für ein Auto, will ich das natürlich nicht haben. Baue ich mir aufwendig irgendwo einen Krümmer oder so. Das sind alles Punkte, da sollte man formieren. Wenn ich zum Beispiel irgendwo mir eine Schale zum Grillen baue oder irgend sowas. Alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Alles, was optisch schön sein soll. Und natürlich alles, was möglichst lange halten soll, wo die Korrosionsbeständigkeit wirklich des Chrom-Nickel-Stahls, ja, wirklich möglichst langlebig sein soll, da formiere ich natürlich. Also technisch korrekt wäre es immer zu formieren, aber um da irgendwelche Gemüter zu beruhigen, sage ich mal im Geländerbau oder wenn da einer einen Zaun aus Edelstahl baut oder so, da werden außen optisch die Anlauffarben entfernt und im Geländer oder im Zaun oder so, da wird gar nichts entfernt und da wird auch nichts formiert und das hält trotzdem. Also da braucht man sich nicht verrückt machen. Gut, das ist der Punkt Formieren. Ja, wir werden einfach noch mal ein paar Vorrichtungen habe ich dazu gebastelt und so weiter. Die werde ich euch mal präsentieren, wie man das so ganz einfach zu Hause in der Heimwerkstatt macht. So, jetzt habe ich aber zum Beispiel hier berühmt, berüchtigt irgendwo einen Kasten, den ich mir aus Edelstahl baue. Ich habe es mir ausgeklinkt, beziehungsweise ich habe es mir in irgendeiner Weise vorbereitet. Ich will das jetzt einfach hier verlaufen lassen, verschweißen. Was kann ich denn machen? Oder ich habe hier einfach zwei Bleche, die will ich hier miteinander verschweißen. Ja, die Rückseite soll dekorativ vernünftig aussehen. Es soll eine hohe Korrosionsbeständigkeit sein. Zum Beispiel, ich schweiße mir in irgendeiner Form irgendwas am Boot oder ich weiß es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja. Und dann möchte ich einfach diese Korrosionsbeständigkeit nicht zurücksetzen. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, der wird auch schon in der Praxis seit Jahrzehnten angewendet, solange ich unterwegs bin. Man nimmt einfach eine Kupferschiene. Da gibt es die verschiedensten Formen, ja. Ich habe hier einfach so einen Kupferwinkel, 1 mm, kann man im Baumarkt kaufen, kann man bei eBay bestellen oder so. Und dann wird das Ganze da vernünftig drauf gespannt. Ja, funktioniert wunderbar. Gucken wir uns das Video alles an. Hier habe ich noch einen zweiten. Und genauso kann man das hier einfach machen. Den Schweißtisch kennen viele. Wenn ich dann hier drauf schweiße, ja, habe ich auch den Kupfer darunter und dann kann da keine Verbrennung stattfinden. Das hat folgenden Effekt, dieses Kupfer. Das Kupfer leitet die Wärme ab. Ja. Dementsprechend wird das hier gar nicht so heiß. Also die Wurzel, wir gucken uns hier gleich mal ausführlich diese Probeschweißung an. Die Wurzel, also hier haben wir die normale Decklage, ja, die Wurzel und dann haben wir hier die Rückseite, die gucken uns hier die Wurzel an. Da wird das dann gar nicht so warm, weil die Wärme schön abgeleitet wird. Das ist ein Punkt, ja, diese Wärmeableitung. Kupfer ist ein sehr, sehr guter Wärmeleiter, noch viel, viel besser als zum Beispiel Aluminium, weil es so eine guten Leitfähigkeiten hat, wird das zum Beispiel auch in vielen Fällen angewendet, Kupfer. Und auch hier ist Kupfer wieder wirklich super. Das heißt, die Wärme wird abgeleitet und ich muss das Ganze natürlich auch richtig gut positionieren. Das heißt, er darf hier nicht so einen Luftspalt haben, muss richtig gut positioniert haben. Dann ist hier auch sehr wenig Sauerstoff, ja, der damit dieser Naht reagieren kann, mit dieser Nahtrückseite. Das sind die beiden Effekte. Dementsprechend funktioniert das sehr gut. Ich sage mal so einen Winkel. Ich habe mir jetzt neu extra für das Video hier, habe ich mir einen Meter gekauft, der hat 8 Euro plus Versand gekostet, also war ich irgendwie 12 Euro oder so los. Also ist wirklich eine schöne Sache und dann kann man das Ganze hier so schweißen. Und wir können uns diese verschiedenen Muster mal angucken. Ich habe mir immer drauf geschrieben, ich hoffe man sieht das. Ich habe hier mit 50 Ampere, das ist so meine Lieblingseinstellung, habe ich geschweißt. Ne? Winkel schön dahinter und man sieht eine bildschöne Wurzel. Ja? Dann bin ich auf 40 Ampere runtergegangen, da muss ich ein bisschen langsamer schweißen, ist auch noch bildschön, hier zwischen ist ein kleiner Absatz, sonst ist richtig durchgeschweißt, man sieht aber, es sind leichte Farben da, aber keine richtig starken Anlauffarben. Und dann habe ich einfach mal mit 40 Ampere weitergeschweißt, aber halt ohne die Kupferschiene. Und man sieht, plötzlich ist hier wirklich dieser weltberühmte Blumenkohl, ist völlig verbrannt. So sieht das perfekt aus. Die kleine Stelle ärgert mich schon wieder, aber ansonsten sieht das hier sehr gut aus.
Dann hat man auch keinen Spalt, wo irgendwas eindringen kann oder so. Ja, wenn das hier auch alles offen ist oder so, das ist auch nicht richtig. Das Kupfer unterstützt einem auch. Man kann dann deutlich besser schweißen. Ich bin schon seit Jahr und Tag bin ich ein riesengroßer Fan vom Kupfer, ja, als Unterlage. Gerade auch für dünnes Material. Man sieht ja, das ist hier nur 1,5 mm. Ist auch wirklich relativ filigran. Kann man mit Wick, ich habe eine 2,4er Wolfram-Elektrode benutzt, kann man problemlos perfekt schweißen. Auf so ein Kupfer ist es noch deutlich einfacher. Man kann sich so ein Kupfer immer vernünftig positionieren. Da gibt es die verschiedensten Formen, ja, wenn man irgendwo eine Möglichkeit hat. Man kann sich Kupfer streifen, es gibt Flachmaterial aus Kupfer und so weiter. Ich nehme vielfach diese Gripzangen zum Beispiel. Dann kann man das hier einfach so, ne, ist jetzt nicht eingestellt, aber kann man sich ja vorstellen, kann man das einfach so nehmen. Beziehungsweise hier mit dieser großen schönen, das kann man auch sehr punktuell, ne? Und dann am besten noch mal einen Buntstoffhammer so einen drauf, dass das richtig gut dran sitzt. Man kann sich das, wie ich das in dem Schweißbeispiel zeige, einfach auf die Kante legen, dann da richtig schön spannen. Ich habe ja hier das Ganze auch so ein bisschen überstehen, wenn ich dann mal sowas habe, kann ich mir das Ganze hier so positionieren, ja, und auch wieder hier am Ende schön mit einer Gripzange festmachen. Und man kann sich so einen Winkel auch einfach, ups, hier ein bisschen improvisieren hier. Wenn ich hier so eine Kiste habe, dann kann ich mir das Ganze dann hier auch wirklich reinstellen. Ja, kann das Ganze hier mit einer Gripzange befestigen und so weiter. Wenn ich hier einen Streifen habe, sage ich mal, kann ich mir das hier drauf spannen. Ich kann mir das da unter, also gibt es wirklich die vielfachsten Möglichkeiten oder so. Es gibt sogar, dass jemand sich einen Streifen rundwickelt und den dann wirklich hier reinbastelt, ja, und dann hier den perfekten Wurzelschutz hat. Geht auch, funktioniert auch super. Und wer das Prinzip jetzt hinterfragt oder so, ne, guckt euch mal irgendwelche Längsnahtschweißmaschinen an, wo zum Beispiel Zylinder geschweißt werden und so weiter. Wird auch ganz viel mit Kupfer gearbeitet. Da wird der Effekt genutzt und zusätzlich wird der Effekt noch genutzt, dass hier Bohrungen zum Beispiel in dieser Schiene dann drin sind und da das Argon bzw. Schutzgas ausströmt, um dann einen noch besseren Effekt zu haben. Also das ist wirklich ein sogenanntes valides Konzept. Also das ist was, was in der Praxis auch wirklich vielfach zu finden ist, dass Leute da wirklich auf Kupfer schweißen, um das Formieren halt zu umgehen. Kleines Praxisbeispiel, ich habe früher so Abdeckungen mal eine Zeit lang geschweißt und da war das auch so einfach, da wurde nichts formiert. Da gab es dann einfach so Kupferblöcke und die wurden einfach reingeschoben in diese Ecken, da haben die genau reingepasst und das Ganze dann auch so ein bisschen gespannt mit einer Gripzange und dann wurde das geschweißt, sah bildschön innen aus. Und man sieht hier wirklich, ne, ich kann immer diese verschiedenen Muster hier zeigen. Hier vorne meine ideale Einstellung. Ideale Einstellung liegt immer an der Schweißgeschwindigkeit. Ich bin jemand, der tendenziell sehr schnell schweißt und habe darum nie diese perfekten, schönen Anlauffarben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich so von Natur aus sehr ungeduldiger Mensch bin. Wenn das da erst minutenlang dauert, bis das aufschmilzt oder so, da bin ich schon wieder irgendwo woanders. So, dementsprechend hier richtig schön. Hier dann auch noch schön, das ist so 40 Ampere, hier 50 Ampere, hier auch 40 Ampere, aber wie gesagt, ohne diese Kupferschiene unter. Man sieht von hier außen, ne, meine schnelle Schweißgeschwindigkeit ist nicht das perfekte für Anlauffarben. Dann hier sind relativ schöne Farben und dann hier ohne den Schutz dann wieder ist es wieder ein bisschen schlechter geworden. Und das habe ich hier einfach mal an mehreren Beispielen durchexerziert, immer die 50 Ampere. Ne? Hier ist es dann ähnlich, hier hat er nicht hundertprozentig aufgesessen, hier hinten ist dann wieder richtig Blumenkohl. Ja, aber selbst hier, wo er nicht hundertprozentig aufgesessen hat, da habe ich nicht so gut durchgeschweißt, ist nicht so hundertprozentig, selbst da ist es dann halt nicht verbrannt. Verbrannt ist es wirklich hier mit diesem, wo es richtig durchkommt, das ist ja auch nur 1,5 mm, ist dann in dem Punkt, wo dann kein Kupfer drunter ist. Da habe ich verschiedene Beispiele, verschiedene Muster, hier habe ich nur mal mit 50 Ampere, sieht man auch wieder, wirklich richtig schön. Also wenn man von den Anlauffarben und dann von der Korrosionsbeständigkeit spricht, dann hat man hier wirklich bei diesen ganz hellen Anlauffarben,
einen Stift nehmen, dass man das besser sieht. Bei diesen ganz hellen, da ist natürlich die Korrosionsbeständigkeit überhaupt nicht zurückgesetzt. Und diese blauen, je dunkler das wird, desto anfälliger wäre der Werkstoff, theoretisch. Ja, theoretisch. Aber im Großen und Ganzen, Anlauffarben sollte man immer entfernen. So, ich hoffe, das mit dem Kupfer ist mal eine interessante Sache. Und wie gesagt, zum Formieren, wie man dann sowas hier einfach schweißt, man könnte theoretisch halt auch einen Kupferring, praktisch auch, einen Kupferring sich wickeln, den hier reintun, das Ganze dann verschweißen. Bei dem Rohr hier ist so ein 42,4er mal 2 mm, so ein klassisches Geländerrohr. Könnte man stumpf machen, beziehungsweise man könnte auch leicht hier irgendwo eine kleine leichte Faser anschleifen. Dann könnte man hier auch schweißen, hätte hinterher keine Anlauffarben, wenn der Ring richtig gefertigt wurde. So. Kupfer ist eine tolle Sache. Edelstahl ist auch ein ganz toller Werkstoff. Immer dran denken, wir haben hier eine Passivschicht und die darf nicht beschädigt werden. Und wenn hier hinten Sauerstoff ist, ja, auf der Rückseite, auf der Wurzelseite, dann verbrennt das Ganze hier und dann entsteht diese hässliche Verbrennung, die man auch als Blumenkohl bezeichnet. Und die wollen wir natürlich in vielen Bereichen nicht haben. Darum wird formiert. Technisch korrekt ist es immer zu formieren. In der Praxis ist es allerdings so, bei vielen Sachen macht euch da nicht verrückt. Ne? Aber wenn ihr hier eine schöne Wanne baut für einen Grill oder irgendwas, wo Lebensmittel reinkommen, beziehungsweise wo optische Kanten sind, wo eine hohe Korrosionsbeständigkeit da sein muss, wenn ihr irgendwo für euer Moped einen schönen Auspuff baut oder so, nehmt einfach entweder die Möglichkeit des Kupfers, ja, wenn die gegeben ist, beziehungsweise nehmt die Möglichkeit, dass ihr da formiert und wie man formiert. Und das braucht man, da braucht man auch nicht irgendwelche teuren Hilfsmittel oder sowas. Das kann man mit ganz einfachen Sachen machen. Ja, das werden wir uns einfach mal im nächsten Video zu dem Thema angucken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und bis dann, euer Manni.